Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Flows 11, dem neuen deutschen Top 11 YouTube-Kanal. Hier wird sich alles um das Spiel Top 11 gehen, was ja ein Mobile-Game ist. Ich spiele das Spiel jetzt schon seit 5 Jahren. Ich habe zwei Teams. Das ist mein zweites Team. Das möchte ich für YouTube hier benutzen. Da sind wir Level 22. Mein erstes Team ist Level 52 schon. Das spiele ich schon seit über 5 Jahren mittlerweile, dieses Spiel. Und ja, ich habe eigentlich einfach mal die Idee gehabt, eine Marktlücke zu füllen. Und zwar die der deutschen Top 11 Kanäle. Da gibt es aktuell noch nicht so viele. Wir haben allgemein relativ wenig Top 11 Kanäle auf YouTube. Ich schaue da ab und zu auch mal ganz gerne rein bei anderen Leuten, was die so machen. Ich finde das immer recht spannend, auch diverse Teams zu verfolgen in Top 11, was andere Manager so machen, wie erfolgreich die sind, was die so für Leute holen, wie die halt einfach das Spiel spielen, um sich da auch ein paar Gedanken und ein paar Tipps abzuholen. Und ja, ich möchte einfach jetzt meine Mannschaft auf YouTube hochstellen, damit ihr euch Tipps abholen könnt, damit ihr halt eventuell meine Mannschaft verfolgen könnt, wenn euch das halt interessiert. Und unsere Mannschaft ist Muha SC. Es ist benannt nach einer ägyptischen Mannschaft. Ja, wir sind jetzt wie gesagt aktuell Manager Level 22. Und dieses Video soll eigentlich eher dazu dienen, ein bisschen den Kanal vorzustellen, zu sagen, was wir demnächst so machen werden. Weil, wie gesagt, die Saison ist heute eh vorbei. Und wir haben nicht so viel zu tun. Unsere Mannschaft, können wir mal ganz kurz reingehen, sieht aktuell so aus. Hat 112% im Schnitt. Ist momentan Liga-Erster. Können wir auch mal ganz kurz reingehen. Hier, heute ist noch das letzte Spiel nachher um 20:16 Uhr, was wir gewinnen müssen, beziehungsweise genauso gut absolvieren müssen wie Jorgelino FC, der aktuell Zweiter ist, punktgleich. Aber wir haben das viel bessere Torverhältnis, wie wir hier sehen, mit plus 71. Also da sollte nichts mehr anbrennen. Wir müssen halt einfach nur dieselbe Punktanzahl holen wie der andere Club. Und er spielt gegen den Fünften. Wir spielen, wie gesagt, gegen den Siebten. Wird auf jeden Fall spannend, sodass wir wenigstens einen Titel diese Saison holen können. Wie wir hier sehen, Champions League war im Halbfinale Schluss. Und Pokal war auch im Halbfinale Schluss. Also die Saison lief nicht ganz so gut. Können wir mal ganz kurz reingehen in der Clubhistorie. Die sieht jetzt auch nicht so rosig aus, weil, wie gesagt, das ist mein zweiter Account. Ich habe hier lange Zeit auch nicht so aktiv gespielt. Ich spiele den jetzt erst seit, na gut, so 2 Monaten wieder richtig aktiv. Auch mit Videos schauen für die grünen Koffer und so weiter. Das wird hier alles über BlueStacks halt, wie gesagt, gemacht. Deswegen sieht das hier oben auch so etwas anders aus. Wir spielen das nicht übers Handy, sondern über einen PC mit dem BlueStacks-Emulator. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil ihr habt dieselben Vorzüge, wie wenn ihr das im Browser spielt. Könnt halt am PC eure Sachen erledigen und ihr könnt halt auch, wie gesagt, hier die Videos schauen, was halt schon wichtig ist, was man sonst nur übers Handy machen kann. Also ist auf jeden Fall eine feine Sache, dieser BlueStacks-Player. Und ja, ganz kurz hier mal reingeschaut. Letzte Saison haben wir das Triple geholt. Das war das erste auf diesem Account hier. Natürlich klar, weil wir spielen ja auch nicht so aktiv. Ja, hier waren wir auch mal nicht so schlecht. Also wie gesagt, seit ein paar Monaten wird hier wieder etwas aktiver gespielt. Davor lief der Account so nebenbei. Hab hier nicht so oft reingeschaut und schon gar keine Videos geschaut, was halt schon wichtig ist, um so einen Verein halt zu pflegen. Ja, was könnt ihr erwarten auf Flows 11? Wir werden gemeinsam einfach den Verein begleiten, ab und zu Season-Updates machen. Ich weiß noch nicht, wie oft ich die mache. Ich habe so überlegt, jede Woche einmal, wenn dann halt auch die Verbandsspiele sind, dass wir da dann mal reinschauen. Wir sind aktuell in der Platin-Liga mit unserem Verband. Und dann halt auch zu schauen, wie läuft es in der Liga so, wie läuft es in der Champions League und im Pokal. Natürlich auch euch da auf dem Laufenden halten. Und was ich auch vorhabe hier zu machen, ist so ein bisschen so ein paar Tutorial-Videos, wie ihr eure Spieler trainieren könnt. Das wird vielleicht auch morgen schon ein Video kommen. Ich habe auf jeden Fall vor, auch ein paar neue Spieler hier zu kaufen. Wenn wir uns das hier angucken. Ich hatte ja auch ein paar Mal die WM gewonnen. Dadurch haben wir ja auch viele deutsche Nationalspieler am Start, die auch alle eigentlich nicht so schlecht sind. Aber morgen habe ich auf jeden Fall vor, diesen Stein hier zu ersetzen, da einen neuen zu kaufen. Der entwickelt sich relativ langsam.
leider. Da werden wir Ersatz holen. Und ja, hier Pfeiffer, der war auch einer von der Nationalmannschaft. Den werden wir auch auf jeden Fall ersetzen. Neuen MC spielt ja aktuell mal diese 3-2-2-2-1-Formation, wenn man so will. Also Butterfly wird die auch genannt. Ich habe vorher hier ganz lange das 4-5-1-Wii gespielt. Also, wo einfach dann dieser Kollege hier ein bisschen weiter vorne spielt. Das ist eine sehr beliebte Formation, finde ich auch sehr gut. Ich habe jetzt aber vor kurzem mal umgestellt auf die andere Formation. Und muss sagen, die gefällt mir auch auf jeden Fall ganz gut. Also, ich werde jetzt auch erstmal diese Formation hier drinnen lassen. Und einfach schauen, wie es läuft. Aktuell lief es jetzt ganz gut, die letzten Spiele. Ja. Kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Wir werden halt einfach weiter dann schauen, wie es läuft. Also, das wird halt hier auf diesem Kanal kommen. Tutorials. Wie trainiert man Spieler? Wir werden den Verein so ein bisschen begleiten. Habe ich ja schon gesagt. Alle 7 Tage oder mal sehen. Die Saison hat 28 Tage. Alle 4 Tage würde theoretisch auch gehen. Hätte man halt immer mal so ein Season-Update. Weiß ich jetzt noch nicht genau, wie ich das mache. Aber habe ich auf jeden Fall Bock, auch hier geilen Content zu bringen. Deutschen Top-11-Content sieht man nicht so oft. Das Spiel begeistert mich schon sehr. Also ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, wo man auch richtig viel machen kann. Ich bin jetzt, weiß Gott, nicht der beste Manager und müsste jetzt ja auch nicht extrem viel Zeit oder auch erst recht nicht Geld rein und schon gar nicht bei dem zweiten Account hier. Aber ich denke, wir können ja was ganz Cooles aufbauen. Wir wollen ja einfach ein bisschen Spaß haben zusammen. Ein bisschen über das Spiel diskutieren. In den Kommentaren natürlich auch, falls das dann irgendjemand sieht. Und ja, so viel dazu. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wo wir uns dann unsere neuen Spieler anschauen, die sie dann auch trainieren werden. Und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Video.